Moin, heute ist der 5. Wir haben 5.4., das ist heute Mittwoch. Und ich bin, wie ihr hier sehen könnt, an der Attila-Straße. Hier wird gerade das letzte Element der Antivibrations-Schallschutzwanne eingeschaltet bzw. fertig gemacht fürs Betonieren. Und ja, wenn das geschehen ist, ist dann sicherlich auch irgendwann die Brücke ran, dass die runtergeholt wird. Und das zeige ich euch dann gleich nochmal. So, hier bin ich nochmal am Bahnsteigende von Attila-Straße, dort wo die gelben, orangefarbenen Bagger und Bauwagen stehen. Dort ist man im Moment dabei und baut zwei Weichenbausätze zusammen. Man hat auch schon, wo ist es? Da in der Bildmitte einen riesengroßen Haufen Schotter hier angefahren. Das ist für die Gleisbauarbeiten, welche dann hier ab dem 11. war es wohl, 11.4. losgehen. Ja, bin mal gespannt, was die dann hier machen werden. Ja, mehr kann ich dazu erstmal hier nicht zu sagen. Und meine nächste Haltestelle wird dann erstmal Lichtenrade jetzt werden. Und da werde ich mich dann mal auf die Westseite begeben, um mal zu gucken, wie weit da die Bahnhofsstraßenausfahrt der Brücke dann sein wird. Das habe ich ja beim letzten Mal, wo es so geregnet hat, nicht machen können. Sonst wäre ich wahrscheinlich abgesoffen und ich hatte leider mein Schlauchboot nicht dabei. So, hier bin ich jetzt unten an der Attila-Straße und ihr könnt im Vordergrund die beiden S-Bahn-Brücken sehen und dahinter die beiden Brückenwiderlager bzw. hier ist nur zu erahnen, die Fernbahnbrücke Attila-Straße, welche man ja neu gebaut hat. So, die Bauarbeiten im Vordergrund haben folgenden Grund. Die Attila-Straße wird im Bereich der Bahnbrücken um circa, ich sag mal, 30 bis 40 Zentimeter abgesenkt. Das ist das, was man auch hier im Vordergrund sehen kann. Wenn ich jetzt mal hier schwenke. So, da rechts neben, nee, links neben der Baggerschaufel könnt ihr ja diese Schieber für Gas und Wasser erkennen. Die sind also jetzt schon auf die neue Höhe runtergebaut und um die Höhe wird die Attila-Straße dann in diesem Bereich der Bahnbrücken abgesenkt. Daher auch hier die ganzen Stromleitungsarbeiten, welche ja hier die ganze Zeit gewesen sind. Und das Ganze wird jetzt wie folgt aussehen. Erst wird die Fahrbahn hier vorne, also das wäre die Richtungsfahrbahn nach Lackwitz, abgesenkt. Anschließend wird die Baustelle umgeschwenkt auf die andere Seite und dann wird die ebenfalls nochmal abgeschwenkt. Und erst dann, wenn die Straßenbauarbeiten hier fertig sind, erst dann kann die Fernbahnbrücke runtergeholt werden. Und auch erst dann kann man die neuen S-Bahn-Brücken, welche ja 2024 wohl eingebaut werden sollen, dann auch einbauen. Denn es muss ja die Fahrthöhe bzw. die Straßenhöhe hier so gewählt sein, dass auch die Doppeldeckerbusse der Linie 282 dann hier lang fahren können. Und daher dann diese Straßenabsenkung, denn die Fernbahnbrücke liegt tiefer wie die jetzigen beiden S-Bahnbrücken. So, und hier bin ich jetzt an der Teltow-Kanalbrücke. Und jetzt könnt ihr die Veränderung von dem letzten Video zu heute sehen.
Es war nämlich am Montag, den 3.4., da wurden hier die ersten beiden Bogensegmente angeliefert. So, wo war ich stehen geblieben? Hier ist eben ein Mann mit Kinderwagen durchgekommen. Wo war ich stehen geblieben? Ach so, ja, die Bogenelemente. Ja, die wurden am Montag wurden die angeliefert. Gestern am Montag auch montiert und gestern sind die nochmal so ein bisschen lagemäßig verändert worden, aber da hatte ich leider keine Zeit, das zu machen und zu filmen. Ja, wie gesagt, jetzt kann man sich in etwa schon vorstellen, welche Dimension die Teltow-Kanalbrücke dann irgendwie später mal haben wird. Ja, das ist jetzt mit den Teilen, die jetzt hier zu sehen sind, ist das ungefähr ein Viertel der Brücke. So, und wenn dieses Viertel hier, was hier jetzt ist, vollkommen verschweißt ist, wird auch die Brücke gleich vorwärts gezogen, weil das dann Platz geschaffen wird für die nächsten Brückenteile. Ja, also wie ihr seht, hier am Teltow-Kanal geht es auch kernig kräftig, Schlag auf Schlag weiter. Und meine nächste Haltestelle jetzt wird der Schichau-Weg sein. So, hier bin ich jetzt im Lichtenrade und wie ihr sehen könnt, das Aussteifen der Baugrube östliche Bahnhofsstraßenausfahrt hat begonnen. Das ist man dabei und setzt das dritte Element dort rein. Das ist das, was ihr im Bild habt und im Vordergrund sind zwei Bagger dabei und schaffen hier reichlich Erdreich weg. Ja, so sieht es jetzt hier auf der östlichen Seite aus. Und ich werde gleich mal zur westlichen Einfahrt auf die andere Seite gehen. Und hier kann man die Aussteifung noch mal besser sehen. Die ist also zweigeteilt. Ja, und dann geht das hier so langsam voran. Der Betonklotz hier, das war mal eine Kabelzuwegung zum alten, ja, was war das gewesen, was hier vorne war. Irgendwas auf jeden Fall mit Bahn und Signalstrom hat das zu tun gehabt. Das kommt natürlich raus, das Klötzchen, weil muss ja, kann ja nicht sein, dass der da liegen bleibt. So, das ist jetzt die westliche Bahnhofstraßenzufahrt zur Unterführung. Hintergrund da hinten könnt ihr einen der beiden Bagger sehen, welcher da freibuddelt. Hier auf der linken Seite ist die Zubewegung dann mit Fußweg bzw. ja, Radweg. Ja, hat sich einiges getan, seitdem ich hier zuletzt gefilmt hatte, und das ist dann die westliche Seite, da ist man praktisch eigentlich ja fast genauso weit. Also hier auf der östlichen Zufahrt denke ich mal, ja, wie lange mag man hier vielleicht noch brauchen? Allerhöchstens ein halbes Jahr, gehe ich mal von aus, dann ist das auch so weit, dass man dann praktisch von hier aus dann sicherlich die Fahrstühle zum Bahnsteig benutzen kann.
sieht eigentlich schon fast aus wie eine fertige Straße. Naja, haben wir auch lange genug rumgebastelt. Ja, und hier kann man dann schon sehen, hier sind dann auch die Rohrleitungen für Telefonkabel, Stromkabel und andere Medien, die hier mit drin verlegt wurden in den Stößen. Ja, jede Menge muss hier noch betoniert werden. Ja, aber es geht hier dem Ende entgegen. Und das mit Schnelligkeit. Naja, jetzt ist ja auch wieder die gute Witterung. Jetzt kann man ja auch tagsüber betonieren. Jetzt braucht man ja nicht mehr so Angst haben, dass man 0 Grad und weniger kriegt, wo praktisch gar nichts läuft. Ja, das war es soweit dann hier von Lichtenrade. Ja, jetzt geht's für mich mit der nächsten Bahn zurück nach Schichauweg. Ja, und die Filmsequenzen von der Buckower Chaussee, die er dann noch zu sehen kriegt, die sind von Anfang der Woche. Die habe ich gemacht, wo ich von meinen Termine zurückgekommen bin. Bitte halten Sie auf Bahnsteig mit dem Mindestabstand ein. Bitte. So, hier bin ich jetzt am Schichauweg. Ja, hier sehen könnt ihr im Hintergrund die Fahrleitungsmasten, die standen ja schon beim letzten Mal. Die Lärmschutzwand blüht, wächst und gedeiht ebenfalls, wie ihr seht. Und wenn ich jetzt mal kleiner mache, dieses Stück Damm ab der, ja, ab dem Lidl-Supermarkt bis hier vorne hin, Schichauweg, wo die Bahnunterführung ist, ist auch in die Höhe gewachsen. Also man hat hier in der letzten Zeit auch reichlich Sand angefahren. Auf der anderen Seite, also zwischen der Fußgängerbrücke Kettinger Fahrt bzw. Brücke Schichauweg, da wird im Moment auch die Baustelle beräumt, aber das zeige ich euch dann gleich nochmal. Ja, also hier geht's jetzt auch richtig los. So, das ist jetzt hier die Nordseite vom Schichauweg und wie ich eben schon sagte, hier räumt man jetzt so langsam das Baufeld und alles, was an Erde hier noch rumliegt, die nicht mehr benötigt wird, wird natürlich jetzt zeitnah abgefahren. Weil man muss ja dann hier auch mit dem Dammbau beginnen können. So, Bildmitte, ganz im Hintergrund habt ihr die Fußgängerbrücke Kettinger Fahrt. Hier vorne die Erdhaufen, die sind hier erstmal nur zwischengelagert worden. Die werden aber zeitnah jetzt abgefahren. Und dann beginnt hier auch der Bau des Bahndamms. Der Baukran im Hintergrund ist auch weg. Ebenso wie der eine Kran hier vorne an der Brücke Schichauweg. Ja, hier hat sich also wie gesagt jetzt auch sehr viel getan. Und ja, meine nächste Haltestelle wird dann die Filmaufnahmen von der Buckower Chaussee vom Montag waren die, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Ja, von Montag sind die. So, heute ist Dienstag, 4.4. Ich bin hier an der Buckower Chaussee und an der Buckower Chaussee fängt man jetzt an, den Bahnsteig ein kleines Stück zurückzubauen, weil die Zugangsbauwerke von der Buckower Chaussee ja nicht mehr gebraucht werden, wenn da die Brücke oben rüberkommt. Die verschwinden und der Bahnsteig wird ja dann unter die Brücke so weit verlängert und das ist halt das, was man jetzt hier macht. So, das ist jetzt die Bahnsteigseite im Gleis nach Lichtenrade und wie ihr sehen könnt,
ab hier vorne, wo der Fahrkartenautomat steht, ab da fällt alles Richtung Bogor Chaussee der Abrissbirne zum Opfer. So, und das ist jetzt nochmal ein Blick von oben auf die Abrissbaustelle. Und rechts im Hintergrund, da zeige ich euch gleich nochmal besser. So, da wo der S-Bahn-Zug ist, da fängt jetzt die Lärmschutzwand an. Und davor ist man praktisch jetzt schon dabei und baut die Grundkonstruktion für diese Antivibrationswanne. Das ist also bis zur Brücke Sentesstraße. Das ist da, wo der grüne Bagger ist, das steht. Und hier vorne dann von der Brücke Sentesstraße bis hier zur Bogor Chaussee ist noch nichts passiert. So, Bogor Chaussee, Blick Richtung Süden. Jetzt so langsam die Trasse auch erkennbar. Der Bagger, der da im Hintergrund steht, der setzt die allseits beliebten Lärmschutzwände.